Frühlingsgut. Wiedern. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja. Thank you.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da. Ja, mal schauen, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin, um das Dokument zu holen. Sisimite. Beschreibung eines Monsters. Offensichtlich gibt es in jedem Erdteil einen eigenen Mythos über eine zweibeinige Kreatur, die im Wald lebt. In dieser Gegend kennt man sie als den Sisimite, den Hüter des Waldes. Er wird als großes affenähnliches Wesen beschrieben, das männliche Menschen angeblich sofort tötet, während es Frauen in seine Höhle bringt, um sich mit ihnen zu paaren. Nice. Jacks Tagebuch 4. 18. Juli. Das erste, was ich heute Morgen sah, war mein Vater, der sein Taschentuch mit beiden Händen fest umklammerte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er ohne ein einziges Blinzeln in Rawleys Richtung. Er war von uns gegangen. Seine Wunden hatten sich vor einigen Tagen infiziert und schon kurze Zeit später war das Fieber ausgebrochen. Zwischen kalten Schweißausbrüchen, gequälten Schmerzenslauten und verwirrtem Gerede hatte Rawley immer wieder darauf bestanden, weiterzugehen. Vater versuchte zwar, ihn davon zu überzeugen, kehrtzumachen und uns allein weitergehen zu lassen, aber Rawley hatte eines unmissverständlich klargestellt. Ihn zurückzulassen würde seinen Tod bedeuten. Also setzten wir unseren Weg fort. Wir waren weiter von jeglicher Zivilisation entfernt als je zuvor und trotzdem waren wir so töricht, uns weiter voranzuschleppen. Auf Wiedersehen, alter Freund. Ja, auf Wiedersehen, alter Freund.
Das werden wir wohl in Kuvertjagen finden. Fließendes Wasser wäre schön. Mir würde im Moment schon keine Jaguare reichen. Peruanischer Dschungel, wo die Zwillinge sich finden. Kuvakiaku. Archiv. Archivarkarte. Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity, runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Aber halt die Augen offen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Scheiße. Jemand sollte mal nachsehen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gemacht? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Oder suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt. Und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Du bist ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, Warte. Die wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist
war's das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssten das Ganze irgendwie abstützen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Leck mich. Ich stehe nicht für dich gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Versteck dich. Nate? Sammy? Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Hey! Nate? Sammy? Götter, ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Gut. Schön. Das kannst du dir abschminken. Oh. Leck mich. Halt. Danke. Bist du okay? Ja. Nimm das. Hoffentlich waren das die letzten. Karl Mark 2. Keine Ahnung. Standardstunde nicht mehr. Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Der ist verschwunden. Weißt du, meine Großmutter hat in den 60ern einen Tsunami überlebt. Was ist passiert? Sie hat Freunde verloren, ihre Familie das Geschäft. Aber danach konnte sie Dinge vorhersehen. Vulkanausbrüche, Stürme. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wie war deine Mutter so? Du erzählst nicht viel von ihr. Sie war kreativ, abenteuerlustig. Sie war wahrscheinlich der Klebstoff, der uns zusammenhielt. Nach ihrem Tod war es einsamer. Brennbare Barriere halten Sie als Reisen.
Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Komm schon, gehen wir. Das war's. Sein könnten? Das kann alles sein. Zwei Kuba, Denkmäler, ja, oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Da unten sind Leute. Wow. Hoffentlich freundlich. Wow. Du übernimmst das Reden. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ach, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Ach übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Ah. Danke. Tja. Du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Oh. Wo habt ihr das her? Ja, Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Ah, aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne.
viel Spaß. Dir auch. Und die Zwillinge sich finden, die Ruinen finden. Neu hier, gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf den Felsen gelaufen ist. Der Sturm kam aus dem Nichts und hat den Kahn versenkt. Jo, Freunde, das war's gsi mit dem Livestream. Mit dem Stream. Mit der Aufnahme. Und bis zum nächsten Mal zu Shadow of the Tomb Raider. Has begun. It falls to me now to stop it before it consumes us all. What have I done? To believe.